Der Stellplatz liegt an der Straße Bleichwasen und ihr kommt entweder aus dieser Richtung oder auch aus der anderen, ist ja logisch, von einer musst ihr kommen. Und dann seht ihr auch schon die ausgeschilderte Einfahrt zum Wohnmobilstellplatz. Ein Schild hängt hier vorne an den Glascontainern und gegenüber vom Basketballplatz hängt auch noch mal ein Schild, so dass ihr die Einfahrt auch nicht verpasst. Seht ihr das zweite Schild, seid ihr an der Einfahrt auf der rechten Seite vorbeigefahren. Bevor ihr auf den eigentlichen Stellplatz kommt, zeige ich euch aber an dieser Stelle schon die einzige Stelle, die ihr habt, um Grauwasser in größeren Mengen zu entsorgen. Direkt an der Einfahrt befinden sich drei Einlässe für euer Grauwasser zu entsorgen. Auf dem Platz selber, wenn wir durchgehen, gibt es keine Möglichkeit, das Grauwasser abzulassen. Ich habe zwar einen Gulli gesehen, wo man vielleicht kleine Mengen einschütten kann, aber da sind auch einige einmal hingelaufen. Offiziell ist es nicht so tituliert. Der Platz findet ihr auch in der Broschüre der Top-Platzplätze. Er ist dort gelistet und ausgezeichnet. Hier vorne an der Einfahrt befindet sich noch ein Holiday Clean, aber ihr könnt eure Kassette auch hinten auf dem Platz entsorgen. Am Holiday Clean befindet sich auch eine Frischwasserversorgung und Spülwasser für eure Kassette. Die Nutzung ist kostenfrei für die durchfahrenden Besucher. Kein Entgelt, glaube ich, zu entrichten. Ne? Ja, ich denke mal, für das weiß das schon. Ja. Wichtig ist, dass die Entsorgung nur in den Monaten April bis Oktober zur Verfügung steht. Danach ist die Versorgung nur eingeschränkt möglich. In der Stadt Kitzingen wie auf dem Stellplatz auch verteilt findet ihr, wenn ihr euren Vierbeiner mit habt, diese Hundekotbeutelstationen plus auch den entsprechenden Entsorgungsbehälter. Gegenüber, direkt hinter der Einfahrt mit der Grauwasserentsorgung, gibt es noch eine, wir Kölsche sagen ja, eine Pommesbude, ne? Gibt es noch einen kleinen Imbiss, wo ihr euch verköstigen könnt. Der Stellplatz kostet von der Gebühr her 11 Euro pro Nacht, kann 3 Tage lang genutzt werden. Eine Reservierung ist nicht möglich und es gibt ein kostenfreies WLAN, das passwortfrei genutzt werden kann. Schauen wir mal weiter, wie es da hinten aussieht. Ja, was ich vergessen habe, zur Stadt zu Fuß seid ihr in 7 Minuten einfach dem Weg folgen. Aber das habe ich euch auch in unserem Hauptvideo zu Kitzingen gezeigt. Also schaut da mal rein. Es sind geteert und die Stellplätze sind geschottert bzw. gleich im hinteren Bereich geschottert mit Rasen drüber. Schön ist die Eingruppierung in diese Parkbuchten, die aber immer wieder unterbrochen werden mit einer kleinen Grünfläche mit Wildblumen und einem Bäumchen oder Baum. Manche sind schon größer. Der Stellplatz verfügt über 70 Parkflächen. Anhand unseres zeigen wir euch einmal, wie es da so aussieht. Jeder Stellplatz hat eine weiße Markierung, die euch zeigt, von wo bis wo euer Areal ist. Ihr fahrt einfach drauf, positioniert aus und dann geht ihr zum Kassenautomaten, beziehungsweise erzähle ich gleich, kommt auch noch ein Kontrolleur rum. Der Platz ist, wie gesagt, hier in dem Bereich geschottert. Keile sind, so wie wir gesehen haben, eigentlich fast überall nötig. Und hinter dem Platz habt ihr dann direkt die Wiese und den Main. Viele sitzen auch auf der Wiese davor und schön sind diese, ich weiß nicht was für Dinger, die sich da so drehen, die hier überall in den Bäumen hängen. Nennt man Windspiele. Die sind aus Holz und leider richtig gut fest angekettet. Kann man drehen. Ja?
Aber die schrecken nicht die ganzen Krähen ab, die hier abends rumfliegen. Gestern Abend, Alfred Hitchcock hätte hier ein Review, ein Update drehen können. Hier sind so viele Krähen, also das ist schon, wenn die loslegen und kreischen, nicht ohne. Der Platz verfügt über 11 Stromsäulen, A6 Anschlüssen. Die mit einem Euro oder waren es 50 Cent? 50 Cent. Die mit 50 Cent die Kilowattstunde zu bezahlen sind. Einfach Stecker rein, Geld rein, los geht's. Das Frischwasser, wo ich gerade dabei bin, kostet 1,60 Euro Liter oder 10 Cent für 10 Liter. Jetzt kommt ja raus, dass ich alles vom Zettel ablese. Der Platz liegt unter der Nordbrücke, was aber leider dazu führt, dass sie auch sehr stark von LKWs befahren ist, da dahinter das DHL-Verteilzentrum liegt. Und das hört er immer mit Rabuff, Rabuff. Gegenüber, oben auf dem Berg, fährt der Zug. Der Güterzug ist auch nachts gut zu hören. Und ich weiß nicht, in welchem Rhythmus, aber ich glaube, alle 2 Stunden bimmeln hier die Kirchenglocken bis zu 15 Minuten, auch nachts um 2. Ruhe ist der Platz nicht. Wir haben im Hintergrund noch verschiedene Sportanlagen, die auch abends genutzt werden. Also wer hier die Ruhe sucht, hat die eher, ja, morgen war auch eine Schulklasse da, hat die zwischendurch vereinzelt, aber top quiet ist hier nicht. Wir sind jetzt hier an der Versorgungsstation auf dem Platzgelände und den Toiletten. Es gibt 2 Toiletten für die Herren, 3 für die Damen, wobei dieser Sanitärcontainer von April bis September von 7 Uhr bis 21 Uhr geöffnet ist und Oktober, November nur noch bis 18 Uhr. Und im Dezember und März müsst ihr das Bad und die Toilette, beziehungsweise ist ja nur die Toilette, in eurem Wohnmobil nutzen. Eine Dusche oder Waschmöglichkeiten gibt es hier nicht. Wir haben hier noch eine Frischwasserentnahmestelle, wo ihr kleine Mengen zapfen könnt. Dann gehen wir mal hoch, weil wir kommen jetzt auch hier oben noch mal zu einer WC-Entleerung und zum Kassenautomaten. Hier ist die Kassettenentleerung nochmal. Hier können kleine Grauwassermengen entsorgt werden. Und wichtig ist, wenn ihr unten, wo ich gezeigt habe, Wasser entnehmen wollt, müsst ihr erst hier oben Geld einwerfen. Ja, sonst kommt unten nichts raus. Genau. Also ein bisschen Frühsport, je nachdem, wann ihr das Wasser holt. Auch hier, wie gesagt, zu den Gebühren, die ich eben genannt habe. An dieser Stelle haben wir auch den Parkscheinautomaten. Das ist eine der Möglichkeiten, wie ihr hier eure Platzgebühren entrichten könnt. Die Angabe ist irreführend. Ihr zahlt im 24-Stunden-Modus und über die Pfeiltasten könnt ihr dann auch bis zu 3 Tage euren Aufenthalt verlängern. Also wenn ihr einmal bucht, dann sind 11 Euro für 24 Stunden. Also nicht wie hier steht, das wäre ja dann, wenn ich morgen früh weiterfahren wollte, schon 2 mal 11. Also ne? Ihr könnt mit Münzen zahlen, mit Scheinen geht nicht oder mit Giro C-Card dann entsprechend bargeldlos euren Obolus entrichten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, morgens und nachmittags kommt der Kontrolleur über den Platz, dass ihr bei ihm auch zahlen könnt. Und so wie ich gesehen habe eben, sah es aus, als wenn er auch ein EC-Cash-Gerät mit in der Hosentasche hatte, wo ich überall hingucke, aber nee, es war hinten in der Hosentasche und es fiel halt auf. So, dann noch kurz die ganz normalen Handwaschbecken ist vorhanden, Toilettencontainer. Ist halt der typische Containerschaum. Wie oft er gereinigt wird, kann ich euch nicht sagen, weil wir hier nicht genutzt haben.
findet aber regen Zuspruch. Unter der Brücke haben wir einen kleinen Infocontainer mit auf der gegenüberliegenden Seite noch Karten und Infomaterial, wo ihr euch orientieren könnt. Über die Brücke geht der Mainradweg, der hier auf die andere Straßenseite verläuft, aber die Stadt Kitzingen hat auch 6, 7, 8 verschiedene Themenrouten, die ihr entsprechend in euren, wenn ihr Fahrrad fahren wollt, Plan mit einbauen könnt. Die Übersichtskarte hängt hier drauf hinten aus. Es gibt kein Papiermaterial dazu, aber im Internet auf der Homepage der Stadt Kitzingen sind die Routen verzeichnet. Sind wir gestern gefahren, war ein bisschen tricky, da sind schon mal die Schilder verdreht. Hier habt ihr eine kleine Info-Ecke, Büchertausch-Ecke und in den Monaten Mai bis Oktober findet hier am Samstag eine Weinprobe statt. Brötchenservice wird hier nicht mehr geboten, also hier kommt kein Bäcker raus. Was aber kommt, manchmal fährt nachmittags hier der Eiswagen über den Platz. Ihr habt hier verschiedene kleine Broschüren zu einzelnen Sehenswürdigkeiten, Stadtpläne in größerer und kleinerer Form, ein Buch zum Mainradweg und verschiedene andere Broschüren, die euch den Aufenthalt hier angenehmer gestalten könnt. Die üblichen Notrufnummern findet ihr auch, sowie den obligatorischen Kummerkasten, um eure Kritik oder Anregungen für den Platz hier zu lassen. Ja, das solltet ihr Brötchen benutzen. Adressen der Bäcker hängen hier auch nochmal aus. In einem guten Kilometer Entfernung, anderthalb, zwei, irgendwie zwischen 1 und 2 Kilometer, gibt es noch 2 Discounter, wo ihr dann ansonsten auch, wenn ihr Lebensmittel benötigt, euch relativ fußläufig noch versorgen könnt. Direkt neben der Brücke befindet sich eine sehr volle Müllentsorgung. Ein Container, Beutel rein, keine Trennung, lediglich Glas nach Grün- und Weißglas. Ansonsten wird hier nicht getrennt. Aber dafür, dass es hier nur so einen offenen Container gibt, sieht es alles sehr sauber aus. Hut ab. Da sind wir auch schon auf dem hinteren Bereich, wo wir zuerst gestanden haben. Hier steht ihr auf Rasen. Hier sind die Fahrwege auch irgendwie Split und irgendwie irgendwas anderes darunter befestigt, aber nicht irgendwie so schon glatt gezogen. Steht da auf Rasen, der verdichtet ist. Ansonsten, ich fand es da lauter als auf dem anderen Bereich. Wichtig ist für euch zu wissen, das ist eigentlich auch nicht nur die reine Fahrstrecke, das Asphaltierte hier, das ist auch ein Fahrradweg. Also ihr habt hier regen Fahrradverkehr und Publikumsverkehr. Zumal hinten die Plätze der ehemaligen Landesgartenschau, die Spielplätze und so weiter auch bis abends in die späten Abendstunden genutzt wird. Fazit? Was soll ich sagen? Ein praktischer Platz, der alles hat, was man braucht, um den Main und die Stadt Kitzingen zu erkunden. Der Main bietet, wie ähnlich die Mosel, viele, viele verschiedene Stellplätze in den unterschiedlichsten Ausführungen. Ihr findet immer wieder einen schönen Platz, so dass ihr nicht unbedingt auf diesen Platz angewiesen seid, weil er sehr stark frequentiert ist. Unser Fazit, ich habe hier sehr kurze Nächte verbracht. Die Geräuschkulisse hat uns ein wenig im Schlaf gestört. Ansonsten hat man gut und schön gestanden, vor allem mit der Wiese davor und dem Main. Schön, auch wenn abends der Ort beleuchtet ist. Also von daher, visuell sind wir voll auf unsere Kosten gekommen. Und den Schlaf, den holen wir am Montag im Büro nach. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das hier gefallen hat, dann schaut auch unser Video rund um Kitzingen, wo wir euch die Umgebung und einige Orte, die hier am Mittelmain sich aufreihen, zeigen. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal, lasst uns vielleicht auch ein Like da oder schreibt einfach eure Kommentare zu diesem Platz, weil jeder hat eine andere Sichtweise und mich würde interessieren, wie ihr euch hier wohl fühlt. Bleibt dran, bis dann, euer Dagmobil.